Und über diesen Fall möchte ich weitersprechen mit Dr. Wolfgang Krause. Er ist Politologe und vor allem RAF-Experte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Gestern hat man einen Fahndungserfolg gefeiert, aber jetzt langsam kommen doch auch immer mehr Fragen. Vor allem, wie konnte Daniela Kette so lange unerkannt bleiben, obwohl sie ja wirklich ein ziemlich öffentliches Leben geführt hat, mitten in Berlin? Was sagen Sie dazu? Ist das ein großer Fehler, der hier den Ermittlern unterlaufen ist? Naja, soweit lässt sich immer einfach sagen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nicht genau genug wissen konnten, wo sich dieses angebliche RAF-Rentner-Trio die ganze Zeit über aufgehalten hat. Zwischenzeitlich war ja auch der Verdacht darauf gelenkt worden, dass sie sich beispielsweise in den Niederlanden würden aufhalten können oder sonst wo außerhalb Deutschlands. Das hat sich nicht bestätigt bislang. Aber es ist, glaube ich, oder es wäre ein falscher Gedanke zu vermuten, dass sich solche Leute in die Provinz, in Hinterkleckersdorf sozusagen zurückziehen würden. Das sind ja im Grunde genommen ehemalige Stadtguerilla-Vertreter und die versuchen dann unterzutauchen, wenn überhaupt, in den sogenannten Metropolen. Insofern ist es nicht unbedingt ein Zufall, dass Frau Klette jetzt in Berlin-Kreuzberg gefasst worden ist, weil es da eine Anhängerschaft gibt, nach wie vor, ebenso wie hier in Hamburg beispielsweise im Schanzenviertel. Also das sind bestimmte autonome Szenen, wo man darauf gefasst sein muss, dass es eine Unterstützung gegeben haben könnte. Ihr soll ja jetzt ein Deal als Kronzeugin vorgelegt werden. Denken Sie, dass Klette ihre Komplizen ausliefern wird? Nein, davon gehe ich nicht aus. Also es ist sehr unwahrscheinlich, so etwas zu vermuten. Man muss ja, glaube ich, zwei Dinge sehr stark unterscheiden. Weshalb sie jetzt gesucht worden sind, also Frau Klette zusammen mit ihren beiden Begleitern, das sind schwerstkriminelle Taten gewesen, diese Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte. Und dazwischen lag dann am 20. April 1998 die Auflösung der RAF zu ihrer ersten Phase, nämlich innerhalb der RAF, innerhalb der dritten Generation. Und das, was man ihr da nachweisen kann, soweit das möglich ist, anhand von Indizien, das ist die Beteiligung an drei terroristischen Aktionen zu Beginn der 90er Jahre. Aber es lässt sich zum Beispiel nichts nachweisen per Indizien an einer Beteiligung an den Mordtaten, die auch hier eben von Ihnen in Ihrer Sendung aufgeführt worden waren. Jetzt kann es aber natürlich trotzdem sein, dass sie Kenntnisse hat, beispielsweise über den Mord von Siegfried Buback. Auch dort wird der Täter oder die Täterin ja noch immer gesucht. Eine Aufklärung solcher Taten durch Ihre Aussagen ist dann auch eher unwahrscheinlich? Ja, das ist nicht anzunehmen, dass das geschieht. Zumal sie keine Gründe haben muss, denn sie ist ja selber nicht in diese Verbindung hinein zu versetzen. Ich gehe allerdings aus, dass ihre Kenntnis, ihr Wissen sehr viel weitgehender ist, denn sie stammt ursprünglich aus der Roten Hilfe in Wiesbaden. Dort war sie seit dem Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre und dort waren auch Wolfgang Krams und Birgit Hogefeld eigentlich die beiden bekanntesten Vertreter der dritten Generation der RAF. Und von daher dürften auch ihre Anfänge in die RAF hinein rühren. Also wenig Antworten, die wir uns dort versprechen können. Sprechen wir noch ganz kurz darüber, für wie gefährlich halten Sie denn jetzt vor allem die beiden Komplizen, die ja noch immer auf der Flucht sind, vielleicht aber auch hier mitten in Berlin sind. Wie viel Sorge muss man da haben, jetzt, wo Sie sich ja auch in eine Ecke gedrängt fühlen können? Naja, sie sind auf jeden Fall dadurch geschwächt und sie müssen natürlich befürchten, dass die Ermittler noch weitere Dinge herausbekommen werden. Das wird sich zeigen müssen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass eine unmittelbare Gefährdungssituation entsteht, außer sie fühlten sich unter Umständen in die Enge gedrängt. Dann weiß man nicht, wie man sie einzuschätzen hat. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie mit Panzerfäusten, mit Maschinengewehren, mit Schusswaffen umgehen können und dass sie in der Lage sind, auch kritische Situationen von ihrer Sicht her zu beherrschen. Insofern darf man sie auf keinen Fall unterschätzen.
Herr Krauser, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen rund um die Festnahme von Daniela Klette und dem, was jetzt vielleicht noch möglich ist in der Aufklärung der RAF-Terroreinsätze. Dankeschön. Gerne.